willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. So. Ich fahre mal gleich los. Ich muss mich nämlich mit dem Herrn Neumann treffen. Wir sollten mal ein bisschen talken wegen Gemeinderat. Ich hoffe mal, dass ich den gleich erreiche. So. Mache ich natürlich wieder zu, dass da kein Unbefugter. Volker Varuna, hallo. Hallo, Jürgen hier. Hi. Ich wollte mal fragen, ob man bei dir Produktion kaufen kann. Da bin ich gerade auf dem Weg zum Neumann. Weil wir müssen das erst absprechen. Okay, weil ich wäre interessiert an der Dieselproduktion. Okay, das nehme ich schon mal so auf. Ich würde das mit meinem Neumann jetzt klären, den muss ich gleich mal anrufen. Und dann gebe ich dir Bescheid. Okay. Ich hätte aber auch noch was. Ja. Und zwar hätte ich theoretisch Interesse an Waldstück 10. Waldstück 10? Ja, glaube ich, das ist das. Ne, 11. 11? Ja. Ja. Kannst du mir da mal einfach schon durchrechnen, was das kostet? Ich glaube, ich hatte schon mal angefragt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Also tutti completti, was das kosten würde. Steuern, allem drum und dran. Jupp, das wäre schön. Kannst du direkt sagen? Ja, dann mach mal. Aber guck, dass dein Taschenrechner nicht wieder spinnt. Insgesamt 102.530. Mit deiner Provision? Ja, allem drum und dran. Kommen wir dann auf 100.000 glatt? Ja. Kann man machen. Okay. Gut, dann guck ich mal. Okay, gut, dann bis später erstmal. Okay. Tschö. Tschö. Ups. Okay. Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Volker Warner hier. Hallo. Wo sind Sie denn gerade unterwegs? Ich bin gerade unterwegs zum Händler. Ah, das ist gut. Dann komme ich da auch hin, weil wir müssen uns mal kurz zusammensetzen wegen Gemeinderat. Ja, okay. Da müsste man ein paar Entscheidungen treffen. Gut, dann ja, bis gleich. Dann bis gleich. Gut, dann fahre ich auch mal schnell zum Händler. So, wer die Folge schaut und wem es gefällt, der lässt bitte noch ein Abo da. Würde mich freuen. Gerne auch einen Like. Und schaut einfach täglich mal rein hier auf meinem YouTube-Kanal. Da kommt nämlich jeden Tag eine Folge Real Farming. Was ganz nice ist, muss ich echt sagen. Also wir spielen hier inzwischen auf unserer eigenen Karte. Das hat der ein oder andere schon mitgekriegt. Und wir entwickeln die Karte im Moment auch noch weiter. Das heißt, wir haben im Moment schon wieder einiges Neues hier am Start. Hier zum Beispiel, da haben wir eine Produktion stehen, die Bäckerei. Ja. Gibt ein bisschen langsam Gas hier, der Kollege. Und es sind inzwischen auch noch viel mehr Produktionen dazugekommen. Also wir haben inzwischen, ich glaube sogar 10 Produktionen oder so schon hier drauf auf der Karte. Das wird den einen oder anderen freuen, der sich die Map sowieso noch downloaden will. Denn gegen März kommt wieder eine neue Version, in der dann eben die neuen Produktionen mit drauf sind. Und noch ein bisschen anderes Zeug. Das war ein kleiner Leck hier. Hallo? Hallo. Herr Varuna? Ja. Wann, Hab ich jetzt das Auto? Schaut das eigentlich mit meinem Kredit aus? Ja, da bin ich jetzt gerade, gleich mit dem Herrn Neumann im Gespräch. Okay.
Und dann. Nee, da bin rufen ich nicht. Sie mich an. Was? Dann würde ich mich bei Ihnen melden, ja. Ja, passt, danke. Gut, tschüss. Oh, hier ist ja auch wieder einiges los hier. Was haben wir denn hier? Ah, das ist bestimmt ein Race-Exciner. Oh, da kommt schon der nächste, ey. Pass auf, hinter dir. Einmal weg. Hallo, Herr Varuna. Hallo. Achtung, Achtung, Achtung. Komm, wir gehen mal irgendwo auf die Seite, wäre vielleicht gut. Ist aber ein Haufen Betrieb hier. Das ist König jetzt. Auf. Ja. Alle auf einmal jetzt, ja. Wo soll man hingehen? Moment. Jo. Wenn du noch kurz Zeit hättest, kurz warten, damit der Hans-Peter mir was bestellen kann. Jo, mit dem müsste ich auch noch mal kurz quatschen. Gut. Lass richtig. Hans? Ja? Kaufst du einmal unter im Katalog Werkzeuge? Mhm. Unter Diverses? Ja. Den FST 99S. Ah, jo, ja. Farbe? So lassen wir es. Alles ist ja gut. Ja. Okay. Moment. So. Jürgen, mach mal die Kiste aus, die verpestet die Luft. Oh. Ja, von dir verpestet eh die Luft, also. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt, der ist genauso schädlich wie ein Deutzer. Aber der Deutz ist noch schädlicher. Ja, eben. Nicht optisch. Volker. Ja. Ich guck hinten wegen dem Blitzer, ne? Ja. Da fahr ich jetzt mal mit meinem Mitarbeiter ran und reparier da mal was. Und ich hab in der Stadt eine Meldung bekommen, dass da Straßenlaternen kaputt sind. Oh. Jo, dann reparieren wir. Da schau ich mal nach, ne? Jo, die Rechnung schickst dann an die Gemeinde. Jo, mach ich. Okay. Jo, tschö. Ciao. Aber ich sag's dir, keine 1000 pro Lampe. Nee, nee. Gut. Sondern 2000. Ey. 4000, Hans. Ich geb dir nochmal einen Tipp von Mann zu Mann nicht. Ja. Mach einmal pro Laterne 100.000, dann bist du reich. Jürgen, der Auftrag ist dir entzogen worden hiermit. Nee, fahr los. Schick die Rechnung dann an die Gemeinde. Mach ich. Ciao. Tschö. So ist die Bestellung vom Herrn Neumann schon abgeschlossen? Ja. Dann haben wir nicht weiter aufs Garten wieder, ja. Okay, dann komm mal kurz mit, Hans. Was mach ich? Hab dich doch letzte Woche angerufen wegen dem Auto hier. Ja, ich erinnere mich, ganz am Sinn in ihr Home, ja. Kannst du das mal durchchecken und mir sagen, was du dafür noch, wie viel du ihn ankaufst und was er so auf dem Exportwert wäre? Ja, ich gucke mal. Gut, kannst dir Zeit lassen, ich gehe mal mit dem Neumann kurz quatschen. Also ja, dann, wie viel Zeit ist egal, oder was? 5 Minuten. Oh, Neumann! Nein, okay. Gut, bis dann. Ja, bis gleich. Gehen wir gerade mal rüber zu Helga, oder? Ja. Gut. Ja. So. Ich habe nämlich schon Anfragen gekriegt, wegen Kredit, der Franz Schneider. Oh, jetzt müssen wir auch noch da drüber springen, ey. Das ist in meinem Alter, ey. Bist du noch da? Oder habe ich dich schon abgehängt? Ich bin genau hinter dir. Ich hole mir gerade ein alkoholfreies bei der Helga. Helga! Ja, ich auch. Oh, ein alkoholfreies Weizen, bitte. Für mich auch, bitte. Also 2. Geht auf die Stadt. Also, oder? Ja, ist alkoholfrei. Das geht schon. Komm. So. So. Der Franz Schneider hat angefragt wegen dem Kredit.
wie ist da, du hattest glaube ich auch gesagt, dass du dir die Kredit erhöhen willst, gell? Ja, weil ich habe das gemerkt, weil Franz Schneider, der hat ja nicht, der hatte nicht viel und wollte einen Kredit haben. Dann ist 10% wenig, sehr wenig. Okay, was ist denn dein Vorschlag? Auf was gehen wir denn? Das ist eine gute Frage. 20, höher würde ich eigentlich nicht gehen. Muss man nämlich mit der Bank erst verhandeln, ob die dem zustimmen. Ja, 20. Okay, machst du da mal eine Anfrage an die Bank und gibst Bescheid, wenn es klappt? Jo. Okay, gut. Und dann wollte der Jürgen, der wollte die Dieselfabrik kaufen. Jo. Da machen wir mal eine Ausschreibung, ob da noch andere Interessenten da sind. Wie wäre die denn wert? Das weiß ich gar nicht. Weil ich kann ja über die Karte gucken. 62,28. Ja, da würde ich noch ein bisschen hochgehen. Naja, der muss dann 20% ja noch drauf zahlen. Ja. Also wären wir dann bei Soll ich eine Stellenausschreibung machen? 22, 62 mal 1,2 bei 74.000. Ja, mach mal eine Ausschreibung, dass alle Produktionen jetzt zu verkaufen sind. Man muss sich beim Gemeinderat melden und die Dieselproduktion würde ich direkt ausschreiben, also an Interessenten. Jo. Ja. Okay. Gut, was war denn sonst noch? Wollte nicht noch irgendeiner was von mir? Ich glaube, sonst hat sich noch keiner gemeldet gehabt. Was ich dir sagen kann, ist, dass die Baufirmen allesamt Gas geben gerade. Also die bauen hier ordentlich an den Fabriken rum. Ja. Die werden demnächst alle eintreffen und dann in 2 bis 3 Wochen. Und dann geht's rund hier. Ja, ich hab auch schon ein bisschen was gehört. Hast du das schon reingeschrieben? Nee, ich bin gerade noch dabei. Achso, okay. Gut. So, in dem Zusammenhang hätte ich nämlich auch Interesse, was zu kaufen. Und das wäre. Ich weiß ja nicht, was da. Ah, das Palettenwerk. Palettenwerk und eventuell sogar Sägewerk, aber ich glaube, beides kriege ich nicht finanziert. Müsste ich mal gerade überlegen. Dann schreibe ich das mit dem Kredit mal kurz rein. Achso, nee, das weißt du ja noch gar nicht. Das musst du ja noch klären. Also, ja, ich rufe da gleich mal nach, der, wenn wir hier fertig sind, dann. Jo. Okay. Gut, dann muss ich gerade mal gucken, ob ich dann noch einen Auftrag für dich hätte. Hast du Pflanzenschutzmittel? Du verkaufen vom Landhandel her? Ja, haben wir schon wieder Nacht oder was? Wird schon wieder Abend. Ja. So ein Mist. Okay. Ja, dann machen wir das einfach mal so. Das mit dem Pflanzenschutz, das lassen wir mal sein. Weil ich glaube, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Okay, dann gehe ich nochmal kurz rüber zum Hans-Peter und kläre mit dem noch was. Ja. Gut, bis dann erstmal. Tschö. Tschüss. Da. Hoppala. Okay. Merkwürdig. Er hat immer noch Betrieb hier. Was ist denn der? Der hier ist es, glaube ich, oder? Nee, das ist. Hallo. Moje. Hi. Warum rufst du mich an?
In der diese Position. Ja, ich stehe hier aber beim Händler. Wüsste ich natürlich. Jo. Diese Position. Jo, Moment. Also der Karren will noch 27 Stauch ein bisschen mehr bringen, ich würde die 30 zahlen. Dann nehme ich das. Die 30. Okay, wo machen wir es denn? Gut, danke. Jürgen, die Produktion wird gleich ausgeschrieben vom Neumann, falls er es nicht schon gerade gemacht hat. Hat er schon. Ja, komisch, das wird mir nicht angezeigt. Ah, jetzt. Okay. Soll man sich bei dir melden? Ja, alle Interessenten. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten. Jürgen ist der einzige Interessent. Ja, das weiß ich nicht. Das besichere ich. Ja, wir haben ja noch ein paar mehr Bewohner hier in... Ach, ich zieh die eh alle ab. Ja, eben. Ja, okay. Zusammen haben wir eh am meisten. Also, das ist Lü, aber... Ja, wenn du der Einzige bist, dann ist es okay, dann passt das. Ansonsten müssen wir halt noch, wie gesagt, ein bisschen warten. Der will bestimmt keiner mehr was haben. Ich glaube, ich auch. Ja, schauen wir mal.